zu einer weiteren Woche Real Farming LS19 meets Reality hier auf der Grünfelder Land. Ich war noch dabei, hier den Joskin-Anhänger leer zu machen. Übrigens, kurz zur Information, wer das Video schaut. Aktuell ist ein 12-Stunden-Livestream vom Häckseln online, beziehungsweise aktiv auf twitch.tv/varuna.lp. Also gerne mal reinschauen. Und Alter, na, Handbremse drin, jetzt geht's wieder. So, ich muss leider mitteilen, dass mein Mitarbeiter, der Herr Grünfeld, also der Albert, hat leider, ja, wie soll ich sagen, die Kündigung eingereicht. Nicht wirklich, aber er hat zumindest mitgeteilt, dass er nicht mehr am Projekt teilnimmt. Schade, schade, schade. War nämlich immer eine große Hilfe. Unser neuer zweiter Mitarbeiter ist aber diese Woche auch nicht da. Ja. Müssen wir mal gucken, was sich da die nächste Zeit noch tut. Wenn heute alles glatt geht, werden wir hier deutlich schneller an Hackschnitzel kommen wie zuletzt. Ich lass den mal. Nee, warte, ich stell den gleich raus. Der Annaburger steht nämlich schon im Wald. Da wollte ich jetzt auch gleich mal hin. Die Leerpaletten haben sie noch nicht abgeholt. Den Karton glaube ich auch noch nicht. Ich hole jetzt erstmal. So. Ich hole jetzt mal den Hacker und fahre dann hoch zum Annaburger. Falsche Richtung. Wenn man rückwärts fährt, muss man andersrum lenken. So. Gut. Dann kann man den abkoppeln. Stück. Nicht so weit. Was ist denn da los? Geht ja nicht. So. Gut. Dann klappt man das gute Ding mal zusammen. Und ab geht's in the forest. Ich muss auch mal nach meinem Feld gucken gleich, wenn ich dran vorbeifahre.
Eingepflanzt müsste es sein, aber ich habe, glaube ich, noch keinen Dünger drauf. Da könnte ich überlegen, ob ich dem Neumann mal einen Düngeauftrag zuschanze. Nee, ich habe nicht mal angepflanzt. Nicht wahr. Hä, nee, warte mal. Hier wäre schon angepflanzt, so ein Mist aber auch. Das wollte doch der neue Mitarbeiter machen. Ich hoffe mal, dass da Saatgut drin ist in der Sämaschine. Ich glaube, der Düngestreuer ist nicht richtig connected, oder? Dann fahren wir halt mal kurz ansehen. Dinkel. Ja, ich glaube, das ist schon so eingestellt, wie ich das haben wollte. Aber ist gedüngt hat er, glaube ich, gell? Kalkbarmer. Das stimmt eigentlich nicht, dass da noch gepflügt werden muss. Aber naja. Gut. Ab geht's. Mal gerade hier einen Blaubeeren anrufen. Oh, kannst du mal. Hier ein Blaubeer. Volker Varuna hier, hallo. Hallo, Herr Varuna. Ich wollte mal fragen, wann denn der Jürgen kommt wegen dem, Ihrem Zeug. Hat er sich noch nicht bei Ihnen gemeldet? Da muss ich den nochmal dringend anrufen. Nee, die Paletten stehen noch bei mir oben im Wald. Dann rufe ich ihn nochmal an, dass er sich ganz dringend bei Ihnen meldet. Okay, danke. Vielen Dank auch. Tschüss. Ciao. So, dass es hier mal in die Gänge kommt, kann ja wohl nicht sein. Naja, heißt, ich würde nicht rechtzeitig liefern. Dabei liegt es gar nicht an mir. Maschine, die reagiert ein bisschen spät. Volker Varuna, hallo. Grüß dich. Jürgen, hi.
Du sollst eigentlich ein paar Paletten abholen, oder nicht? Ja, und Kartons. Jo. Wo hast du die Kartons? In der Zellulosefabrik. Also oben bei Karton. Jo. Kannst und welche auslagern und hast du einen Teleskoplader hier oben? Nee, habe ich nicht. Bitte. Im Wald steht einer. Aua! Aber das macht wohl kaum Sinn für dich. Und die Paletten im Wald, die sind schon da. Die anderen, Moment, muss ich gerade ins Tablet und den Auftrag rausgeben. Welche Paletten? Sind die Paletten schon bei der Molkerei? Nee. Also die Kartons, da gebe ich gerade per Tablet den Auftrag, dass sie die rausstellen. Die ist durch. Und die Leerpaletten, die stehen beim Sägewerk bereit. Okay. Okay. Danke dir. Da steht ja der Teleladung. Ja, dann kannst du ja damit aufladen. Jo, kannst du machen, wenn du nicht kaputt machst. Nee. Danke dir. Gut, bitte. Tschüss. Ciao. Weil ich brauche natürlich auch das Geld davon. Geld verdienen sie nicht so einfach. Ich meine, die Gemeinde ist zwar ein guter Kunde. Aber trotzdem. Also durch die Holzkohle, sage ich jetzt mal. Aber trotzdem muss ja Geld verdient werden. Serion hat wenigstens genügend Power. Aber der muss auch mal, die Sämaschine müsste zur Wartung. Vielleicht ruft er nochmal an, dann organisiere ich das. Oder ich stelle sie ihm einfach nach der Aussaat nachher an Hof. Abend habe ich Genicksperre hier, von die ganze Zeit nach hinten gucken. Eigentlich wollte ich ja da drüben, da hinten sieht man auch den anderen Burger, so ein bisschen im Wald stehen. Eigentlich wollte ich da ja hin. Komme ich da vorbei?
Warte mal, ich rufe den Jürgen gleich an. Nicht da. Wenn, dann fahren wir schon in das Vorgewende ordentlich. Wenn ich schon wieder eins fahre. Ich vermute eigentlich, dass es gar nichts wird, dass ich so schnell gar nicht fertig werde. Naja, schauen wir mal. Ich habe nämlich nachher noch einen Termin oben im Kirchdorf. Da ist eine kleine Versammlung. Aber an dieser Stelle war es das auch wieder für die heutige Folge. Zumindest kriegen wir bald für die Paletten ein bisschen Geld. Und dann schauen wir mal weiter, wohin wir das Geld gleich wieder investieren. Also. Da ruft der Jürgen nochmal an. Hallo? Hallo? Ja, was ist los? Moin. Ich sehe gerade im Katalog, ne? Da sind wieder diese Schilder hier auf Regierungs... Subventionierung. Ja. Sind die eigentlich immer noch wie ein Schwatzing, dass jeder zwei Stück bekommt, jeder Hof? Nee, musst du beantragen. Was kostet? Umsonst ist nur der Tod und der kostet das Leben. Was kostet die Beantragung? 1000. 1000? Ja, dein Hof muss ja geprüft werden auf Bio. Ich habe ja auch keine Tiere. Ja, dann ist die Frage, ob es überhaupt Sinn macht. Ja, nee, weil bei der in Schwatzingen vorher, da war das ja so, dass, ich glaube, du warst der Bürgermeister. Nee, das war der Herr Reinhardt, glaube ich. Ja, keine Ahnung. Müssen. Auf jeden Fall war das ja so, dass jeder Hof zwei dieser Schilder bekommen hat oder eins. Wir könnten mal im Gemeinderat bequatschen, ob wir das wieder einführen. Ob das immer noch so ist. Ich nehme deine Anfrage einfach mal als Antrag. Und dann gucken wir mal. Okay. Ja, aber du bleib mal kurz dran. Ja. Geht gleich weiter. So, liebe Leute, vielen Dank fürs Zuschauen. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne ein Like, Abo und einen Kommentar da. Und bis morgen. Tschüss.